Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Final Fantasy 9. Ja, wir sind hier in der Vergnügungsstadt Treno. Ich möchte noch schnell da reinschauen, weil hier gibt es ja auch noch ein paar Sachen zu entdecken. Unter anderem gibt es hier unten ein Viech, ihr seht es, ne? Ja, das könnte man, ich glaube, das geht sogar zum Besiegen. Irgendwann mal, warte mal. Alte Frau. Ja, was darf sein, ne, Mädel? Kaufen, verkaufen, was ist das da unten für ein Monster? Genau, was ist das für ein Viech? Ach, das ist so etwas wie das Haustierchen von Paron King. Ja, er lässt ab und zu ein paar Abenteurer, die sich für besonders stark halten, gegen das Monster antreten. Ist eines seiner Hobbys. Ja, ja, ich muss dann den Dreck wegmachen, aber sonst geht's alles gut. Es wird schön bezahlt, also juckt mich das nicht. Kaufen, verkaufen. Ja, da haben wir die Rüstungsdame. Ihr seht schon, ein Mithril-Schwert. Das wird sofortigst gekauft. Ich würde gleich sagen, ich tue mal auf 1, da ich nicht weiß, was es sonst noch Schönes gibt. Haben wir schon eine Mithril-Rute? Ja, haben wir schon. Feuerstock haben wir auch. Gletscherstock hat der gute Vivi. Den Donnerstock hat er auch. Eine Gabel, Mistgabel haben wir auch. Leder, Kristall, Ossalarmreif haben wir nicht. Dann nehmen wir einen mit. Mithril-Fäustlinge müssten passen. Filzhut. Filzhut haben wir kein. Nehmen wir auch einen mit. Ein Stirnband haben wir auch nicht. Barbuta haben wir zwei. Hallo, hallo. Nix da kaufen. Seidenhemd, Lederpanzer, Bronzeharnisch, Plattenpanzer hat er. Im Inventar haben wir einen. Okay, Zauberküras. Brauchen wir, glaube ich, auch nicht. Kettenhemd, ja. Und das war es auch schon. Okay. Plattenpanzer. Im Inventar liegt einer rum. Das müsste passen. Gut. Sehr gut. Hat der gute Steiner. Warte, dann kaufen wir noch ein zweites Mithril-Schwert. Für den Fall, dass es zu schmieden wäre. Wir haben eh noch... Das geht sich gerade noch aus mit unserer Marie. Mit unserer Kohle. Alles gut. Mithril-Rute haben wir gesagt, Hammer. Feuerstock ist nicht Not. Gletscherstock müsste der gute Vivi noch haben. Donnerstock haben wir einen Inventar, das ist ganz wichtig. Gabel hat der Quina. Mistgabel gibt es sogar schon zwei. Leder haben wir mehr als genug. Kristall, Fäustling, Dings. Ja. Alles fein, alles gut. Passt. Wir gehen jetzt zurück dort, ja, zu diesem komischen Gasthaus, zur Ruhestätte. Da sind die kleinen Kinderlis, ja genau. Wir wollen da runter. Ihr seht schon, da gibt es eine Schatztruhe. Ich glaube insgesamt zwei oder gar drei. Muss ich kurz mal schauen. Hier haben wir eine. Yeti-Fresse-Karte, super. Dann haben wir da auch noch eine. Ein Gil. Ja, das dürften Notgroschen gewesen sein und wirklich nur ein Groschen. Haben wir dann hier... Ah, ich glaube, wir können quatschen. Ja, ja, im Gegensatz zu dem prächtigen Willen der Adeligen sind unsere Keischen alle baufällig. Ja. Manche auch gleich abrissreif. Ja, da sind es ja Keischen und keine Hütten und Häuser. Nein, Keischen. Ja, Keischen. Ja. Ja, was denn? Ist ja leer. So und Pech. Ja, wäre auch nur ein Gil drin gewesen. Sei froh, dass wir sie dir abgenommen haben. Und wer bist du? Bitte schön. Ladenhüterin. Ja, wir haben hier die allerbesten Waren. Seht euch in Ruhe um, bitte. Ach so, du bist so eine. So eine bist du. So eine, verstehst du? Wir könnten eine Goldnadel nehmen noch mit. Ansonsten sind wir ja gut aufgestellt. Da können wir noch drei mitnehmen. Das ist auch gut. 80 heftig genug. Dann gehen wir da mit der Ruf. Na komm, ich will da rauf. Tja. Danke. Und genau, da sind wir wieder dran. Das heißt, wir müssen hier lang. Was? Freizeichen? Was ist das? Liegen
ein paar 10 Gil-Münzen auch eine hineinwerfen würde, sondern ab jetzt ein Glückskind oder auch nicht. Ja, toll. Ha, haben wir das auch erledigt. So, und hier ist der Turm, wo Professor Toto auf uns warten tut. Ach, ja. Oh, da ist er gerade gegangen. Professor Toto. Warte, Professor, ich komme schon. Was für ein schöner Mond. Da, Prinzessin, bitte vergeben mir meine Dreistigkeit, euch in solch einer schäbigen Behausung zu empfangen. Aber ich habe leider nicht mehr Geld und das Studieren und so, da ich ja nicht mehr Lehrer sein kann. Ne, da ist eben halt das Geld ein bisschen knapp. Essen muss man auch und Strom kostet auch ein Geld, viel Geld. Darum habe ich ja auch nur Kerzen hier und einen Kerzenleuchter, aber sonst, ne? Naja, schon gut, Herr Professor. Hier wohnt ihr also, Professor? Ich bin ganz entsetzt. Wer bedenkt damals nun so? Ja, ich verließ Alexandria und war seitdem ständig auf der Suche nach einem Geldgeber für meine Forschungen. Doch glücklicherweise fand ich hier in Drenor bald einen Gönner und ließ mich nieder. Ja, ja. Aber wie bezaubernd ihr doch geworden seid. Mein Herz ist erfüllt von Freude, dass es mir noch einmal vergönnt ist, euch treffen zu dürfen. Ach, lass dich drücken, Prinzesschen. Professor Toto, es freut mich, euch bei so guter Gesundheit und Laune anzutreffen. Oh, ich sehe, die Prinzessin hat in euch einen treuen und verlässlichen Reisebegleiter. Ja, ich könnte nachts nicht ruhig schlafen, in dem Wissen, dass die Prinzessin auf so einer gefährlichen Reise allein zurechtkommen muss. Jawohl. Ein ernster Zeitgenosse wie eh und je. Ja, ja. Ihr habt sicher eure Gründe für diese Reise. Ich werde euch also keine lästigen Fragen stellen. Jedenfalls habe ich die Silbernadel in diese Truhe getan. Bitte verfahrt mit ihr, wie es euch beliebt. Jo, ich bin da mal so frei und so, ne? Silbernadel erhalten. Unverschämter Kerl. Ein Dankeschön wäre ja wohl das Mindeste. Bitte beruhigt euch, Hauptmann Steiner. Es ist in Ordnung. Ach du Heilige. Ja, ich schaue mich mal kurz um, bevor ich hier weiter labere mit den Leuten. Ich denke mal, dass da oben vielleicht etwas zu finden wäre. Lalalala. Da geht es nicht lang, aber dafür hier. Naja, scheint nichts zu sein. Dann gehen wir wieder runter. Tap, tap, tap. Vielleicht hier? Nö. Da vielleicht? Damit kann ich endlich Blank befreien und so. Yeah, Kumpel, wir holen dich da raus. Es ist schon wirklich eine Schande, dass ich neuerdings mit elendem Diebespakt zusammenarbeiten muss. Der arme Steiner. Professor, ist das der alte Gaia-Globus? Richtig. Eine echte, akkurate Nachbildung des Planeten, der uns beheimatet. Gaia. Ihr habt mich damals viel gelehrt, Professor. Ich hoffe, mein trockener und langweiliger Unterricht konnte euch im Nachhinein betrachtet das eine oder andere Mal zu Nutzen gereichen. Infiziert man mehr als 500 Jahre alte Schriftstücke Entziffert man mehr als 500 Jahre alte Schriftstücke, stößt man doch immer wieder auf zwei bestimmte Begriffe. Zum einen Schatzkristall, zum anderen Esper. Ich bin total verwirrt. Darum verrät ich mich so oft. Ja, ja. Und die Gedanken versunken auch. Aber beide Begriffe
findet man in keinem einzigen Schriftstück, das jünger als 500 Jahre ist. Merkwürdig, merkwürdig. Ich glaube, ich brauche bald eine Kopfetablette, weil zu viel Denken und so, ne? Naja, laut dem angesehenen Archäologen Frederick Ash handelt es sich bei den Schatzkristallen um Ketten, die in Alexandria von König zu König weitervererbt wurden. Ja, muss ich mal schlucken nebenbei. Jedoch kommt es mir seltsam vor, Ketten als Kristalle zu bezeichnen. Und auch seine Abhandlung über die Beziehung zwischen Bestia und Steinen kann man nur als überaus interessant bezeichnen. Professor Toto! Die kleine Garnett. Ah, Prinzessin! Hey, Doktor, also Professor, ihr habt wohl gerade wieder ein ganz schweres Buch gelesen, nicht wahr? Hoho, leider habe ich bereits so gut wie alle Bücher hier durch. Es ist nur, dass sich mein Geist beruhigt, wenn ich von Büchern umgeben bin, weißt du? Also, ich finde ja schwere Bücher ziemlich doof. Prinzessin. Ihr solltet euch aber eine Sprachweise angewöhnen, die eurem edlen Blut entspricht. Schwierige Bücher missfallen euch, also meint ihr? Gut. Aber obwohl mir schwere Bücher missfallen, so war es letztes Mal sehr spannend, als ihr mir aus dem einen vorgelesen habt. Mhm. Ach, wie hieß das doch gleich nochmal? Deine Taube möchte ich sein. Eines der Werke von Meister Evon? Ja, sehr wohl. Mich dünkt es ebenso. Na, was sagt ihr? War das meinem edlen Blut angemessen? Mich dünkt, ihr solltet heute nicht vergessen, eure geliebten Lilien zu düngen. Teuerste Prinzessin. Professor Toto, was ist denn das hier? Ein Gaia-Globus, ein Modell des Planeten, auf dem wir leben, sozusagen. Oi, Gaia-Globus? Leben wir etwa in dieser runden Kugel? Ich meine, diesem Globus? Nicht in, sondern auf dem Globus, beziehungsweise auf dem Planeten. Hm? Das ist mir zu hoch. Moment mal. Ein Planet besitzt Energie, besitzt Leben und das wird zur Grundlage der Theorie über die Beziehung zwischen Steinen und Beschwörung. Stein? Beschwörung? Und das bedeutet wiederum... Das ist es! Oh, Prinzessin, ich bitte vielmals um Verzeihung. Ich habe mich mal wieder hinreißen lassen. Ach, schon gut. Sag mal, wo ist denn auf diesem Globus mein Zimmer? Nun ja, dermaßen detailgetreu ist solch ein Globus leider nicht. Aber das Schloss ist drauf, oder? Nun, ich befürchte auch das Schloss nicht. Und das andere konnte ich nicht lesen. Und Alexandria wahrscheinlich. Naja, Lilly, es ist jetzt bald 8 Jahre her, nicht wahr? Ja. Wie schnell doch die Zeit vergeht. Seitdem habe ich, wie immer, Bücher und andere Materialien zusammengesammelt und meine Forschungen fortgesetzt. Und der Gaia-Globus? Ja, der hat schon so einiges durchgemacht, aber ich repariere das gute alte Stück und benutze ihn nun als Sternwarte. Die Sterne aus dem Herzen Gaias betrachtet, eine irgendwie interessante Perspektive, wie ich finde. Das stimmt. Prinzessin, ich möchte euch nicht belästigen und über die bisherigen Geschehnisse ausfragen, aber ihr solltet wissen, dass ich auf eurer Seite stehe. Wenn ich euch also mit meinen bescheidenen Fähigkeiten zur Hilfe gereichen kann, so wäre es diesem alten Wirrkopf eine große Ehre. Professor Toto, mir ist es eine Ehre. Jo, okay, ich verstehe. Nicht zu glauben. Die Königin geht also schon so weit. Boah. Gut, dass ich abgehauen bin damals, wirklich wahr.
Jedenfalls, ihr wollt, also wie ihr wollt. Ich halte es zwar für sehr gefährlich, aber ich werde euch helfen, wieder nach Alexandria zu gelangen. Aber wie nur? In weiser Voraussicht, dass es eines Tages mal von Nutzen sein könnte, habe ich einen sehr alten Mechanismus restauriert und regelmäßig gewartet. Hier entlang, bitte. Oh, soll das etwa heißen, dass wir nach Alexandria zurückkehren können? Ich komme auch mit und so. Was willst du denn in Alexandria, du Lump? Naja, von Alexandria aus ist es nicht mehr weit. Zu diesem verdammten Wald, in dem Blank als Steinstatue sein Dasein fristet und so. Wunderbar, dann gehen wir alle zusammen. Nicht wahr, Steiner? Also, wenn ich dürfte. Wir müssen Blank und auch Mutter helfen. Auf den Weg. Unten treiben einige gefährliche Kreaturen ihr Unwesen, bitte seid also ganz besonders auf der Hut. Wenn ihr bereit seid, dann klettert bitte diese Leiter hinter dir, nach unten. Ja, das bedeutet, wir werden uns sofort umrüsten. Also zum ersten Mal den guten Steiner, der kriegt eine neue Waffe, sein Mithril-Schwert. Disaster. Aha, okay. Da ist noch was hier. Kettenhemd. Oh, echt. Puh, dann lassen wir das der Freier über. Gemeinstiefeln sind auch noch gemein, da sie nicht fertig sind. Die Mithril-Route. Druidenstab hilft uns da leider auch im Moment nicht wirklich weiter. Eine Zipfel von der Mütze. Den Filzehut hilft uns auch nichts. Aber das Stirnband. Insomnia kann sie lernen und das bekommt sie auch sofort. Der Kristallarmreif, der bringt leider gar nichts. An Wissenswertes, das hilft mir leider auch nicht. Die Wüstenstiefelchen. Insomnia würde schneller gehen. Level up. Thermometer. Auto Potions. Ability up. Uiuiui, das sind echt feine Geschichten. Was nun? Was nun? Ich würde sagen, wir nehmen den Elfenohrring mit für das Level Up zum Lernen und Thermometer. Ja. Und ich glaube, das wäre dann schon mal gut. Wir werden auch die Abilities anschauen. Ja, anlegen. Kann sie? Ja, Level Up. Ja. Was kann Thermometer? Verhindert Frost und Glut. Das wäre auch nicht schlecht. Insomnia verhindert Schlaf. Ach Gottchen. Mann, Mann, Mann. Level up. Wurscht. Der gute von und zu Herr Steiner. Kannst du auch irgendwas noch lernen? Kannibale zum einen. Fügt Humanoiden die Menschen Schaden zu. Level up geht sich da irgendwie nicht aus. Und dann können wir da irgendwas opfern. Däubchen fügt fliegenden Monstern die Menschen Schaden zu. Die haben wir hier momentan nicht. Bestientöter fügt Bestien die Menschen Schaden zu. Ich glaube, die kriegen wir jetzt gleich. Untot. Insekt. Ah, das könnte eher zum Insekten passen. Ich nehme ihm das weg. Ich gebe ihm auch Level up. Ist mir momentan lieber. So. Baram, bam, bam, baram, bam. Du hast gar keine Abilities, oder? Na, mit dir können wir gar nichts machen. Gut, Vorbereitung abgeschlossen, dann ab in die Tiefe. Hurra! Gargantula Tunnel. Bam, 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 bam. Das hier ist die Gargantula Bahn, die in alten Zeiten Alexandria und Reno verband. Wie kommt es denn, dass es unter einem Turm einen Ort wie diesen gibt und so? Ja, das ist so. Die Bahn stammt noch aus Zeiten, in denen es keine Luftschiffe gab. Und nicht die Bahn wurde unter einem Turm gebaut, sondern der Turm über die Bahn. Über der Bahn, Entschuldigung. Aber alles wirkt so, als wäre es erst vor kurzem erbaut worden. Ja, wie gesagt, ich unterrichtete Baron Bishop über diesen Ort und bat ihn hier alles wieder ein wenig zu restaurieren.
Allerdings wurde die Bahn seitdem noch nicht benutzt. Als erstes muss man die Weiche umlegen, sonst kann die Gargantula gar nicht hier durchkommen. Aber der Weichenschalter, war der nur gleich wie diese Bahn nun genau funktionieren soll, ist mir zwar nicht so ganz klar. Aber fürs Erste sollten wir diesen Weichenschalter finden. Prinzessin, lasst uns suchen gehen. Mhm, alles klar. Oh, ein Mogli. Hallo. Mognet Mohos. Ich hätte so gern einen Brief. Ja, selten. Ich würde mal sagen, eher speichern. Das wäre, glaube ich, wichtiger. Auch hier wird gekämpft. Dann kriegen wir viel Level-Ups. Oh yeah. Uch, na, da wollte ich. Und tschüssi. Puh, ich habe ganz vergessen. Ich glaube, hier muss man auch mal lang. Ja, da ist zumindest schon mal ein Trüchen. Mit Plattenpanzer. Super. Da ist noch eine. Bararam, bam, bam, bara. Eine Phönixfeder. Super, was haben wir da? Den Schalter umlegen? Ja, warum nicht? Irgendwie tut sich da, glaube ich, gar nichts. Huch, ein Gegner. Ein Gegner. Den klatschen wir weg. Klatschen wir weg, 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 weg. Bam, 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 bam. Oh, schau, fliegende Viecher. Die habe ich vergessen. Ich gebe es ehrlich zu, die habe ich komplett vergessen. Bam, 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 bam. Aufs Maul. Sag, was? Nur 25 Damage? Boah, das ist aber nicht viel. Sack. Das ist doch gar nicht. Aber das Viech ist hin. Dank dem guten Steiner. Boah, das ist eine schöne Klinge. Ja. Gut, viele EPs gibt es leider nicht. Dafür kriegen wir ein Echo-Kraut und ein kleines bisschen Geld für unsere müde Kasse. Dam, bararam, dam. Der Schalter war schon mal Phoenix. Dann gehen wir hier lang. Das ist echt praktisch, dass der Mogli da ist. Daram, bam, 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 bam. Oh, oh. Ja, genau. Damit können wir die Gargantula in das Innere passieren lassen, wo sie sich dann im Kreis bewegt. Im Kreis bewegt? Ganz recht. Die Gargantula-Bahn stellt man sich am besten als eine Art großen Kreisverkehr vor. Ja, ja. Und wenn wir nun mit diesem Schalter die Weichen umlegen, so wird die Gargantula auf diesem Kreisverkehr geführt und auf ihm gefangen. Kreisverkehr? Gargantula? Ich befürchte, ich kann euch nicht ganz folgen. Ich würde euch liebend gerne alles über diesen faszinierenden Mechanismus erzählen, aber ich befürchte, die Zeit haben wir nicht. Jetzt hat der Schalter Vorrang. Bitte, bedient ihn. Okay. Ja. Oh, huch. Was ist denn das? Eine Spinne? Was ist das? Pünktlich auf die Minute. Nicht so wie bei der Bahn. Ich meine, das ist die Gargantula, die sich entlang der Wurzeln bewegt. Und an ihrem Rücken ist eine Passagiergondel angebracht. Ja, ja. Jetzt müssen wir sie nur noch zum Anhalten bewegen. okay. Dam, bararam, dam, dam. Da muss ich hier schnell. Das ist hier vielleicht richtig? Ja, genau, genau, das ist es. Leg den Hebel um und wenn die Gargantula dann anhält, dann, ja, dann ist soweit. Da steht sogar Feed, Futter, Essen. Das habe ich vorher gar nicht lesen können. So, bitte beeilt euch. Wenn sie das Futter gefressen hat, dann rennt sie sogleich wieder los, ja. Sollen wir da wirklich einsteigen? Wenn sie wieder losläuft, sind wir dann nicht in diesem Kreisverkehr gefangen? Keine Angst, Prinzessin. Ich werde den Schalter bedienen, um die Weiche wieder umzustellen.
Na gut. Hauptmann Steiner, kümmert euch bitte um die Prinzessin. Ich verlasse mich auf euch. Seid unbesorgt, Professor. Das könnt ihr auch. Die Prinzessin ist zwar gewiss nicht mehr das kleine Kind von damals, aber trotzdem ist sie noch so jung. Ich bin etwas beunruhigt. Hauptmann Steiner, seid bitte wachsam und trefft die richtigen Entscheidungen. Aber ich bin nur ein einfacher Ritter. Es steht mir nicht frei, eigene Entscheidungen zu treffen. Wollt ihr damit sagen, ihr könnt keine eigenen Entscheidungen treffen? Hauptmann, versteht ihr denn nicht? Wer keine eigenen Entscheidungen trifft, der verharrt sein Leben in der Passivität. Jawohl, ich schreibe es mir in die Ohren. Nun heißt es also, für eine Weile lebe wohl, Prinzessin. Professor Toto, bleib wohl auf. Jetzt muss ich mich aber beeilen. Bara, bleibt nur noch die Weiche umzustellen. Ushtaba! Und fort sind sie. Prinzessin, passt bitte auf euch auf. Bam, barara. Bam, barara. Jo, so geht unsere Reise also wieder weiter und so. Mit dieser Bahn kommen wir bis nach Alexandria, nicht wahr? Man sieht gar nicht mehr, wo wir eingestiegen sind und so. Wie lange werden wir wohl noch unterwegs sein? Das hätte ich mir auch nie erträumen lassen, mit so einem ungewöhnlichen Transportmittel, meine ich. Ja, Professor Toto war schon immer etwas exzentrisch. Huch, was ist denn los? Was geht hier vor? Sieht aus, als würde die Gargantula bocken. Was hast du denn, Kleines? Prinzessin, was macht ihr denn schon wieder? Was ist denn das? Eine Schlange! Ist das etwa der Grund dafür? Ganz genau. Diese böse Schlange nämlich, die fressen Gargantulas. Man möge es gar nicht glauben, aber die mögen als Lieblingsspeise Gargantulas. Darum hat sie auch solche Angst. Aber die liebe Kleine braucht keine Sorgen haben. Wir werden das Kind schon schaukeln. Wir werden jetzt mal alles stibitzen, was das Viech hat. Ostal am Reif zum Beispiel. Hätten wir uns wieder Geld sparen können. Ja, richtig. Also, wie stark ist er? Oh, kostet schon ein bisschen. So, wir stibitzen weiter. Diebstahl fehlgeschlagen. Du wagst es. Teufelsfuß. Oha. Schön motiviert auf das Monster, muss ich ganz ehrlich sagen. Wirklich schön. Nochmal Diebstahl fehlgeschlagen. Markus, reiß dich zusammen, Bursche. Ich glaube, der Teufelskuss ist nicht schlau. Also nicht gut. Ob da nicht der Markus dran verrecken könnte, das weiß ich jetzt gerade nicht. Los, Stibitz, Stibitz. Ach, komm schon, Markus. Und eingesprungen. Super. Komm, Stibitz. Ich kann leider kein Räuberauge einsetzen. Das kann der Markus nämlich da nicht. Ui, 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 ui. Steiner. Ich habe jetzt keine Ahnung, was das hilft. Ich werde mal das Allheilmittel auf Lilly einsetzen. Super, das hilft nicht. Ha, ha, ha. Oh, Markus ist verreckt. Ich habe es gewusst, er ist gestorben. Dass er sterben wird, so meine ich. So, erwache zu neuem Leben, Markus. Steiner wird jetzt ein bisschen abwehren müssen. Ich habe keine Ahnung, ich probiere da vielleicht ein Item aus. Phönixfeder, Allheilmittel, Antitod vielleicht. Vielleicht hilft dir das, schauen wir mal. Jedenfalls Markus geht stibitzen. Und? Nein, fehlt das falsch. Ich habe es vergessen, wie gesagt. Heiliges Dingens. Jawohl, Lilly ist wieder gesund.
war das knapp. Komm, Markus. Ach, jetzt komm, stibitz doch. Raub aus den Kerl da. So, unbedingt auf Markus. Jetzt ist sie noch ausgegangen. Knapp. Na, nicht Angriff. Stibitzen bitte. Wer fehlt? Dämliche Schlange. Raub den Kerl aus, hey. Fliehen. Na, hat sie sich abgehauen. Naja, wir haben einen Armreif bekommen. Immerhin. Ist ja schon mal was. Puh, endlich angekommen und so. Das arme Tierchen sieht auch ziemlich erschöpft aus. Aber ich hätte nie gedacht, dass es einen Ort wie diesen in Alexandria gibt. Ja, genau. Wo sind wir überhaupt und so? Das wollen wir doch gleich herausfinden. Hm? Look, 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 look. Alter, ist das hier wirklich Alexandria und so? Laut Musik schon, ja? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es scheint mir so. Gut. Wie geht's jetzt raus und so? Nun ja, also... Hier. Jawohl. Beeilen wir uns, Prinzessin. Wartet, Steiner. Ich kenne diesen Ort hier. Professor Toto erzählte mir von hier. Diesen Ort hat der frühere König Alexandrias zum Schutz vor einer Invasion durch ein feindliches Reich erbaut. Außerdem erzählte Professor Toto noch, dass... Prinzessin, wir können dies nachher in aller Ruhe besprechen. Jede weitere Minute, die wir an einem moosigen Ort wie diesem hier verbringen, ist unserer Gesundheit abträglich. Genau, wir müssen uns beeilen und so. Ja, wir müssen uns wirklich beeilen, damit wir so schnell wie möglich Blank zurückverwandeln können. Steiner, lasst uns gehen. Oh nein, was ist das? Kerl, was hast du getan? Ich habe rein gar nichts getan. Spar dir deine grundlosen Anschuldigungen und so. Soll ich dir das glauben, Kerl? Nennst du mich wieder einen Lügner, oder was? Na toll. Mist, weil du so viel rumlaberst, haben wir verpennt abzuhauen und so. Was ist das für ein Teufelszeug? Haben wir euch? Sag ich, oh ja. Ja, welch prachtvoller Anblick, sag ich. Zon, Zon. Ich bin es, Hauptmann Steiner, von der Pluto-Truppe. Wir sind nach Alexandria zurückgekehrt. Lasst sofort das Gitter wieder runter. Das ist leider ganz unmöglich, sag ich. Ganz, ganz unmöglich, sag ich. Zon. Ich bin nach Alexandria zurückgekehrt, weil ich mit Mutter etwas bereden will. Hört auf mit den dummen Streichen und bringt mich sofort zu Mutter. Wir bringen dich doch sowieso zu Königin Brane, ob du nun was zu bereden hast oder nicht, sag ich. Egal wie, schafft mir sofort gar nicht her, so lautete Königin Branes Befehl, sag ich. Bitte was? Wie bitte? Was soll das heißen? Na du, ich will... drücken. Enter. Nein, nicht aufhängen. Ah, jetzt. Okay. Puh, schwitzi. Gut. Jetzt können wir gleich den Part nehmen. Kannst du aufstehen, Freya? Ja, mir geht es bestens. Übernehm dich nicht, meine Gute. Vivi, wie sieht's bei dir aus? Ich bin okay. Tja, was machen wir denn nun? Sie sagten, sie wollen nach Clara. Verfolgen wir sie? Was gibt es da noch zu überlegen? Ich breche unverzüglich nach Clara auf. Ich wusste, dass du so etwas sagen würdest. Vivi, bist du auch dabei? Also, in Clara erfahren wir vielleicht das Geheimnis der Schwarzmagier, oder? Nun, wenn wir Brane und diesem Kuya
auf der Spur bleiben, dann wissen wir bestimmt auch bald alles über die Schwarzmagier. Okay, perfekt. Dann komme ich auch mit. Clara, das scheint der Name, also allein so allein der Name kennt ja kaum. Das wird ein Festmaus-Mapfen. Übrigens, wie geht es wohl Lilly? Lilly? Keine Sorge, Lilly habe ich nicht vergessen. In Bumerkia war sie allem Anschein nach nicht. Aber ganz sicher laufen wir ihr schon sehr bald über den Weg. Also dann, nichts wie los. Es soll sich in der Wüste westlich von Bumerkia befinden. Aber ob wir durch den Sandsturm gelangen, ist eine andere Frage. Bloß keinen Pessimismus aufkommen lassen. Wenn wir erst einmal dort sind, wird das schon irgendwie. Na gut. Lilly, wo bist du nur hingegangen? So, perfekt. Wir haben jetzt zwar leider Gottes ein bisschen Überlänge, aber das geht sich ab und zu nicht besser aus. Ich hoffe, es ist nicht schlimm, nicht allzu schlimm. Wir werden hier jetzt den Part beenden. Im nächsten Part machen wir uns auf nach Clara, werden uns überlegen müssen, wie wir durch den Sandsturm kommen. Den haben wir schon gesehen, diesen Sandwirbelsturm, diesen großen. Und werden versuchen, das Volk dort vor Brane und ihren Schergen zu beschützen. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen und wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!